Heute geht es um eine unglaublich interessante Spezies, von der ihr vielleicht schon mal gehört habt, nämlich die lesende Frau. Denn nachdem sich einige Männer schon über meine, nennen wir es, Feldstudie ein bisschen beschwert haben, muss ich natürlich sagen, halt, stopp, das ist bei uns Frauen ganz anders. Lesende Frauen sind nämlich bekannterweise natürlich sehr aufopferungsvolle Hausfrauen. Ich habe Hunger. Kochst du jetzt? Jetzt? Es ist aber gerade so spannend. Aber ich habe jetzt Hunger. Boah, es reicht. Ehrlich, es dauert nicht mehr lange, das Essen ist gleich fertig. Kochst du schneller? Außerdem sind wir absolut unegoistische, liebenswürdige Partner. Schatz, 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 wir müssen Samstag unbedingt ins Kino. Hast du schon gehört, da läuft diese neue Romantikkomödie und ich glaube, das wird unglaublich süß. Samstag kommt aber Fußball. Ach, jetzt stell dich nicht so an, Fußball läuft doch ständig. Der Film ist, glaube ich, wirklich, wirklich romantisch und das müssen wir uns ansehen. Ja, schau mal, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Oh, Wahnsinn, das Buch steht schon ewig auf meinem Wunschzettel. Sag mal, wolltest du nicht ins Kino heute? Was? Kino? Nicht jetzt, das Buch ist gerade so spannend. Awesome. Naja, und nicht zu vergessen, dass wir lesenden Frauen immer für eine Überraschung gut sind. Ah, du bist zu Hause. Super, ich bin gerade so inspiriert. Okay, okay, letzteres halte ich für minimal bedenklich. Aber es ist eine Tatsache, dass es mittlerweile ein offizielles Shades of Grey Party-Spiel gibt und ein Einsteigerset im Fachhandel. Tja, und jetzt könnt ihr mir ja mal sagen, ob ihr euch da irgendwie angesprochen fühlt. Vielleicht können die Männer euch verraten, ob ihre lesenden Frauen wirklich so sind. Und die lesenden Frauen können mir natürlich gerne sagen, ob ihnen noch mehr Merkmale einfallen, an denen man eine lesende Frau erkennt. Ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderbare Woche. Ich hoffe, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Macht's gut!